Das große Hochwasser 2002, ja, Kollegen kamen rein mit Löschfahrzeugen und haben erzählt, ihr macht euch keine Vorstellung, in den Straßen schwimmen die Autos, wir sind dort und dort. Man konnte sich nicht vorstellen, das hatte bis dato noch niemand gesehen. Und als ich dann nachher rausgefahren bin mit einem Löschfahrzeug, mir wurden dann nachher Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr zugeteilt, durfte ich dann rausfahren und habe das dann gesehen. Und die Bilder, die ich dort sah, die konnte ich gar nicht, ich konnte es nicht fassen. Ne? Wie Autos eben durch Straßen schwammen. Die Stadt sah auch komplett anders aus. Es war ein riesengroßer See. Gerade nachts, wenn man dann unterwegs war mit Booten, mussten Leute aus Häusern rausholen, die vielleicht den nächsten Tag zur Dialyse mussten oder sowas. Ne? Ich meine, das sind die ganzen Sachen, die noch weiterhin laufen mussten. Da sind wir mit Booten durch die Stadt gefahren und haben die Stadt nicht erkannt. Sie war dunkel, weil Stromausfall war. Die Telefonhäuschen, die guckten höchstens noch so 20, 30 Zentimeter aus dem Wasser raus. Und es war gespenstisch und faszinierend gleichzeitig. Also das war im Wechselbad der Gefühle. Und ich war mit eingesetzt in der Gemäldegalerie. Und das war unfassbar. Das Wasser kam von überall. Und man hatte dort wirklich keine Chance, das Wasser irgendwie aufzuhalten. Und da trieb es mir auch die Tränen in die Augen, weil dort, wo man normalerweise bedächtig durchschreitet und ein bisschen die Stimme auch dämpft, dort kam das Wasser von überall. Und ich dachte mir noch, das muss doch mal aufhören. Ach, das hörte noch lange nicht auf. Es kam immer, immer, immer mehr. Ja. Gemeinschaft ist unwahrscheinlich wichtig, also eine richtige Kameradschaft. Ne? Also das muss so wie so eine richtige Bruderschaft muss das sein. Da muss sich einer auf den anderen verlassen können, zu 100%. Man ist sich nicht immer mit jedem grün. Ne? Also da kommen auch zwischenmenschliche Kontakte und Berührungen kommen da zustande. Aber wenn es auf den Punkt muss es funktionieren. Und dann muss man sich die Hand reichen und dann muss es ganz einfach losgehen und dann eventuelle Zwistigkeiten sind dann ganz einfach vergessen. Und das zeichnet eben halt solche Leute, die Seenotretter, die Feuerwehrmänner und alle, die sich der Rettung verschrieben haben, ob nur Rettungsdienst, Feuerwehr oder so, das zeichnet die Leute aus. So muss es sein, so funktioniert es, dann hat man auch eine Truppe, eine schlagkräftige Truppe und man kann dann anderen optimal helfen. Mein Vater ist geborener Riganer und deshalb habe ich auch viele Jahre den Luxus genießen dürfen, auf der Insel Rügen Urlaub zu machen und meine Kindheit zu verbringen. Und da kommt man natürlich ganz einfach auch mit den Seenotrettern in Kontakt, in Berührung. Und da schaut man sich meine Ausstellung an und wenn ich dort die Historie mir anschaue von den Seenotrettern, wie das angefangen hat, wenn die rausgefahren sind, dort die Männer mit ihren Booten und haben sich dort wirklich in die Riemen gelegt und sind dort durch die hohen Wellen gefahren. Um andere zu retten und sich dort wirklich selbstbewusst in Gefahr begeben haben, um dort andere zu retten, ihre Fahrensleute, das ist beeindruckend. Da ziehe ich ganz tief den Hut. Und wenn ich mir heute die Schiffe angucke, ja, die Rettungsboote sehen natürlich super toll aus und mit dem besten Equipment, aber ja, ich denke mal, wenn die rausfahren, dann hast du immer die raue See und das kommt dann eben halt noch erschwerend dazu, eben halt dieses Unwetter, diese Wellen und man wird da hin und her geschmissen und muss sich einerseits selbst sichern und will andere retten. Also das, denke ich, das ist eine richtige Herausforderung.